Da fehlt noch ein bisschen was, aber das Wichtigste, der Kaffee, der ist immer da. Morgen, guten Morgen. Ja, die Qualität vom letzten Video war leider bildlich eine Katastrophe. Der Ton war nicht so schlecht, aber vom Bild her war es eine Katastrophe. Deshalb versuche ich dieses Video mal was anderes aus. Ich werde mit der großen Kamera filmen. Das heißt, das Bild ist hoffentlich viel besser. Der Ton vielleicht nicht. Ich habe noch kein Mikro und ich habe kein Display. Das heißt, ich sehe nicht, in welchem Winkel ich die Kamera am besten halte, um am besten zur Geltung zu kommen oder um aufzunehmen, was ich aufnehmen möchte, weil sie einfach kein Klappdisplay hat. Aber gut, ich gebe mein Bestes, ich teste das mal die Woche und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt und bin auch selber gespannt auf das Ergebnis. Wenn ihr euch übrigens fragt, große Kamera im Vergleich zu was? Große Kamera im Vergleich zu Actioncam. Ich filme ja die ganze Zeit mit meiner Osmo Pocket 2. Aber wie gesagt, diese Woche immer auch mal die große, das ist jetzt die Osmo im Vergleich. Gerade ist aber, glaube ich, auch das Licht ganz gut, das war ja letzte Woche einfach ganz schlecht. Und ich werde diese Woche einfach mal ein bisschen mischen und mal gucken, wer die Unterschiede erkennt und ob es Unterschiede gibt tatsächlich. Aber letzte Woche, das war einfach grottig und ich hatte nichts anderes, deshalb habe ich es trotzdem veröffentlicht. Aber diese Woche wird auf jeden Fall besser. I promise. Guten Morgen, es ist Montag, quasi der Montag nach dem Reiterhof. Reiterhof war wunderbar, es war großartig. Ich blende euch mal ein paar kurze Emotionen ein. Guten Morgen, viele Grüße vom Reiterhof. Es war leider auch viel zu schnell vorbei. Viel zu schnell vorbei. Und meine Kamera macht wieder bescheuerte Sachen. Ich verstehe es nicht. Also es war wundervoll, aber es war viel zu schnell vorbei. Und es ist aber gar nicht so schlimm diesmal, weil in 4 Wochen fahre ich schon wieder auf den Reiterhof über Ostern. Das wird großartig. Aber eigentlich wollte ich was ganz anderes erzählen. Jetzt habe ich total den Faden verloren. Ich bin super müde noch. Mir tut alles weh. Ich laufe wie ein Cowboy. Und nächstes Mal würde ich mir, glaube ich, echt sehr gerne den Montag nochmal frei nehmen. Ich mache ja immer so, welcher Tag ist heute? Heute ist Tag, öffne deinen Regenschirm drinnen Tag. Total bescheuert. Also manche Tage sind so dämlich. Ich frage mich, wo kann man das anmelden und einrichten und wer ist dafür zuständig? Kann ich mir jetzt auch irgendeinen Tag ausdenken und den dann meinem Tageskomitee einreichen und dann habe ich einen Tag erfunden, der dann irgendwo gefeiert wird. Das finde ich mal ganz spannend. Ich glaube, das muss ich mal herausfinden und dann könnten wir uns mal einen schönen Tag ausdenken. Welchen Tag würdet ihr denn gerne feiern? Welchen Tag möchtet ihr erfinden und festlegen und welcher Tag soll auf der Welt gefeiert werden, eurer Meinung nach? Schreibt mir das mal in die Kommentare, das finde ich super lustig und super interessant vor allen Dingen. Heute ist auf jeden Fall öffnet dein Regenschirm drinnen Tag. Aber auch öffne deinen Regenschirm draußen Tag, weil das Wetter ist kacki. Und wenn ihr euch fragt, warum ich da immer hingucke, weil da ist das Fenster.
Und da gucke ich hin mit großen Augen, weil da ist die Uhr und ich muss jetzt los auf die Arbeit, sonst komme ich zu spät. Und das Bild ist vielleicht wieder nicht ganz so geil. Ich habe extra ganz viel Licht angemacht. Ich wollte ja mit der großen Kamera filmen diese Woche. Die habe ich aber im Auto vergessen. Hä, super, toll. Am besten lässt man sein Equipment im Auto liegen. Da ist es sicher. Das muss ich nachher auf jeden Fall gleich rausholen. Aber jetzt muss ich auf die Arbeit, sonst komme ich zu spät. Ich hoffe, ihr seid gut in die Woche gestartet. Wir sehen uns ja erst am Mittwoch immer mit den Videos. Aber ich wünsche euch trotzdem eine wundervolle Woche. Bis dann. Ciao. Hallo, hallo. Nicht viel los die Woche. Es ist gerade so anstrengend auf der Arbeit. Wir sind so wenige Leute. Ich vertrete und ich bin direkt wieder vom erholsamen Reiterwochenende voll in den Alltag gecrasht. Und ich kann euch sagen, arbeiten, heim, Couch, schlafen, arbeiten. Mehr ist gerade nicht drinne. Schade, schade. Die Woche ist also ziemlich lahm, deshalb gibt es auch nicht so viel zu berichten. Aber dafür habe ich fürs Wochenende schon Pläne. Ich gehe zum Pferd. Ich treffe mich mit einer Freundin. Wir spielen ein Hidden Game. Und da werde ich euch mitnehmen. Da bin ich mal gespannt, wie schnell wir diesmal die Lösung finden. Wir finden die Lösung meist, aber es dauert manchmal ein bisschen und manchmal steht man halt auch einfach echt auf dem Schlauch. Aber es macht Riesenspaß und da werde ich auf jeden Fall euch von berichten und euch auch dran teilhaben lassen. Ja, ansonsten versuche ich gerade für Pfingsten einen Campingplatz an der Ostsee zu finden. Ich wollte mit einer Freundin Pfingsten an die Ostsee fahren für 2 Nächte. Es gestaltet sich allerdings schwierig, weil wir sind natürlich viel zu spät und mit 2 Nächten auch oft unter der Mindestbuchungszeit von 3 Nächten. Ich bin mal gespannt, ob ich noch was finde. Wenn nicht, dann fahren wir halt an die Nordsee. Oder notfalls stellen wir uns auf irgendeinen Stellplatz und machen da 2 Nächte. Auf jeden Fall wollen wir mal zusammen wegfahren und ich will mal testen, wie der Bus so, wie es sich im Bus so zu zweit lebt. Mein Highlight heute, ich war einkaufen und der Kaffee war im Angebot. Yay! Ich freue mich über die kleinen Dinge des Alltags. Ja. Genau, und dann freue ich mich schon aufs Wochenende, wenn ich mich da mit der Freundin treffe und mal wieder ein bisschen mehr los ist. Und auf besseres Wetter hoffe ich. Gestern war ja mega Unwetter. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber hier hat es gehagelt, gestürmt, geblitzt, gedonnert. Es war wie Weltuntergang. Ich habe es nicht gefilmt. Ich habe da gerade ein kleines Päuschen auf der Couch gemacht, bevor ich zur Reitstunde gegangen bin. Aber es wäre auf jeden Fall einen Film wert gewesen. Heute ist es gemischt, hat auch schon viel geregnet. Jetzt gerade ist es sehr dunkel geworden, aber jetzt wird es auch schon wieder heller, weil ich hatte schon ein bisschen die Befürchtung, dass nochmal ein kleines Unwetter runtergeht. Weil gerade so wenig los ist, das Wetter noch nicht so geil ist, zu viel rausgehen, mache ich jede Menge Pläne und kann hier leider gerade immer nur von Plänen berichten. Aber ich liebe es, Pläne zu machen. Ich habe sogar auf meinem Blog einen ganzen Artikel zum Pläne machen geschrieben, denn ich mag es, Pläne zu machen, ich mag es, Listen zu machen. Ich bin ein totaler Listenfan. Aber trotzdem bleibe ich dann in meinen Plänen auch sehr flexibel. Das heißt, ich habe 3 Seiten Pläne und dann hat aber jemand die Idee, was ganz anderes zu machen. Und wenn ich das spannend finde und da Lust drauf habe, dann kann ich all meine Pläne über Bord werfen und ja, mich auch darauf einlassen. Wie ist das bei euch? Pläne machen oder immer nur spontan unterwegs? Das würde mich interessieren. Ich hätte auch echt nicht gedacht, dass es so anstrengend wird, jede Woche ein Video zu machen. Ich meine, mir war schon klar, es ist nicht jede Woche viel los. Ich habe nicht jede Woche super spannendes Material. Aber aktuell mit der anstrengenden Arbeit ist es gerade bisschen anstrengend. Aber ich habe mir vorgenommen, jede Woche gibt es einen Vlog und das ziehe ich auch durch, ne? No pressure, was soll ich sagen? Ich mache das. Und wenn es dann auch nur 5 Minuten werden mit bla bla, die Woche war scheiße, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, dann ist das so. Denn so ist der Alltag und es ist ein Weekly-Alltagsvlog und da kann auch mal alles scheiße sein. Aber schöner ist es natürlich, wenn alles toll ist. Und ja, bald wird Frühling. Die Vögel zwitschern, die Blumen fangen an zu blühen, die Sonne scheint, die Tage werden länger und dann werde ich wieder viel, viel mehr unterwegs sein und es wird hier viel mehr Outdoor-Content, Reise-Content und Ausflugs-Content geben. Und nicht nur, ich sitze an verschiedenen Plätzen in meiner Wohnung und erzähle euch was.
Hi, das war's schon wieder mit der Woche. Geht so schnell rum und ich schaff's einfach auch nicht immer, euch mitzunehmen, weil es ist gerade so viel los. Aber wir sehen uns nächste Woche wieder und ich freue mich auf euch. Ich freue mich natürlich auch über ein Abo und ein Like. Bis dann. Ciao.